Jo, Leute. Boah. Ja. Wir haben alles. Wir haben alles. Ich zeige euch das. Wir lesen jetzt erst schnell vor. Genau. Wir gehen hin, so wie ihr sehen könnt. Tja. Wir haben wirklich alles. Alles. Guckt euch das an. Ja, die Steinadler noch nicht. Ja, aber die haben wir schon. Wir wissen, wo sie sind jetzt. Genau. Okay. Briefe aus der Heimat. Rationierung. 19. August 1943. Lieber Alfred, es gibt nicht viel zu berichten, aber ich wollte dir dennoch schreiben. Ich habe so viel an Gewicht verloren, du würdest mich nicht wiedererkennen. Schätze, rationierte Lebensmittel scheinen auch ihr Gutes zu haben, was? Dafür ist mir oft schwindelig und müde zumute. Ich wette, ihr kommt mehr zum Essen als wir. Aber leerer Magen marschiert nicht gern. Und wie heißt es nochmal? Deine dich liebende Ehefrau Edeltraut. Edeltraut. Briefe aus der Heimat, das Obermünster. 21. August 1943. Mein geliebter Gottfried, du hast sicher schon gehört, was passiert ist. Wir waren nicht sonderlich überrascht. Die Messerschmitt-Werke waren ein offensichtliches Ziel. Aber ein Angriff am helllichten Tag, mein Gott, das Obermünster ist heil geblieben. Fraglich nur, ob es einem weiteren Angriff standhalten wird. Mir geht es einigermaßen gut. Dir auch, mein Liebster, hoffe ich, Otka. Jo, dann haben wir Briefe in die Heimat, Geburtswehen. 19. August 1943. Liebe Beatrix, dein Brief hat mich zutiefst beunruhigt, meine Liebste. Ich weiß, wie heftig das Bombardement der Alliierten ist, aber wir waren alle, aber wir alle haben unsere Last zu tragen, wenn das Reich sich weiter entfalten soll. Du hast unsere Kinder geboren und weißt, wie schmerzhaft Geburtswehen sein können. Die Prüfung, die das deutsche Volk während dieses Krieges wird über sich ergehen lassen müssen, sind mit Freude anzunehmen. Verliere nicht den Glauben, meine Liebe. Und gib unseren Kindern einen Kuss von mir. Reinhold. Jo. Briefe in die Heimat. Ein kalter Wind. 22. August 1943. Lieber Vater, heute ist ein kalter Wind aufgekommen. Er lässt mir den Wunsch aufkommen, dir zu schreiben, wie viel du mir bedeutest. Ich weiß nur nicht, wie ich es anstellen soll, dass dieser Brief dich erreicht. Vielleicht weht der Wind ihn zu dir hinüber. Dein dich liebender Sohn Heiner. Dann haben wir Briefe in die Heimat. Die Blume. 21. August 1943. Liebe Anja, es tut mir so leid, dass ich deinen Geburtstag verpasst habe. Hast du meine Blumen bekommen? Oder meine Blume bekommen. Ich habe sie am ersten Tag hier gefunden und sofort gepresst. Immer, wenn du sie ansiehst, kannst du an mich denken. Dein dich liebender Gerhard. Briefe in die Heimat, ihr einziger Sohn. 20. August 1943. Lieber Felix, würdest du meiner Mutter bitte ausrichten, dass es mir gut geht? Der Gedanke, dass ihrem einzigen Sohn etwas zustößen könnte, würde sie umbringen. Sag ihr, alles ist gut. Dein Freund Wilhelm. Jo, und das letzte, diverse Dokumente. Brief an Lucio. Mein lieber Lucio, ich habe eine Entscheidung getroffen. Genau wie du die Entscheidung getroffen hast, dich dem Widerstand anzuschließen. Genau wie du eine Entscheidung getroffen hast, als die Nillys Männer uns bedroht haben. Genau wie du die Entscheidung getroffen hast, die Partisanen zu beeinflussen, sich auf Dinellis Geheiß, seinem Willen zu beugen. Der junge Giancarlo weiß etwas, du kannst es nicht leugnen. Wird der Abt für unsere Sicherheit sorgen? Marissa will unbedingt hierbleiben und weint. Ihr Papi solle kommen. Ich sage ihr, dass dich das Schicksal vielleicht verschonen wird. Wer kann das schon sagen? Leb wohl, mein lieber Beatrice. Jo, das waren. Und damit haben wir alle Briefe, alle Dokumente gefunden. Genau. Und jetzt geht's weiter. Die Adler. Mit den Adlern. Jetzt muss ich mich mal ganz kurz zurückorientieren. Jo, hier, warte. Also, wir werden jetzt nur noch die Niri-Witz machen jetzt. Ja. Ich halte mich da raus.
Das war aber auch eine. Ach, hör auf, das war so eine Eierei hier, ne? Ja. Da wirst du ja bekloppt, ey. Aber ich gebe nicht auf. Nein, aber das ist, es ist halt so. Ja, manchmal muss man aber wirklich von allen Seiten gucken. Und wie gesagt, nachts seht ihr die Blinken. Da hinten seht ihr schon zwei. Die haben wir schon alle mal angeklickert. Und hier, ich war hier, stand hier und habe mich umgeguckt. Weil hier so ein schöner Aussichtspunkt ist, habe ich mir hier die ganzen Fronten angeguckt. Und siehe da, da oben ist er. Ja, dann mach ihn weg. Wir schauen uns das an. Und weg ist der erste Adler. Genau, und die anderen, warte mal, wir müssen aber aufpassen, dass wir da jetzt richtig rum reingehen. Wir gehen jetzt hier zurück und dann, ich folge dir einfach. Aber trotzdem, das Spiel ist geil. Das Spiel ist mega geil, aber man ist halt drauf und dran, ne, und will das fertig kriegen und, ja, wenn man dann so Perfektionisten hat wie uns beide, dann wird es schon wirklich echt haarig. Aber wir geben nicht auf, wir halten durch. Aber wir haben uns ja immer noch, wir ärgern uns darüber, dass wir in der Mission davor, also nicht jetzt nicht die davor, sondern davor, dass wir nicht alles gefunden haben. Da, ja, genau. Das war, glaube ich, in der letzten Mission auch so, ne? Ja. Das ärgert uns immer maßlos. Richtig. Weil, komischerweise, wir haben echt... wir achten ja immer darauf, ob eventuell irgendwelche Briefe bei Soldaten sind. Ist aber meistens nicht so. Ja, ja, ja. Ne? Teilweise liegen die Klamotten da. Schätze, ich habe alles eingesammelt. Ja, ich wollte mal gucken, ob der vielleicht... wir haben alles, aber er lootet gerne. Ne, ich wollte nur gucken, ob der eventuell... Auf, jetzt bleibt er wieder stehen. Hier, alle Leute. Ob er Pfefferminz hat oder nicht. Oder? So, jetzt muss ich mal aufpassen, dass ich jetzt hier nicht falsch laufe. So, jetzt muss ich hier rechts, genau. Ist jetzt ein bisschen tricky. Weil wir dürfen natürlich nicht in den Abschluss geraten und das möchte ich nicht. So, dann gucken wir mal. Und zwar, der eine ist hier, da oben. Ja. Wie gesagt, stellt euch hin, guckt euch alles an mit dem Fernglas. Wenn es irgendwo blinkt, ihr seht es ja hier. Ne? Dann habt ihr den da, seht ihr da, zack. Und dann blinkt das irgendwie. Ihr müsst also euch halt von allen Seiten das angucken, okay. Aber es dauert. Okay, ich mach ihn. Jawohl. Und der letzte ist da, wo man das nicht erwartet hat. Ja, hör auf, ey, der war... wo bist du jetzt? Ach da. Der letzte war genau da, wo wir es absolut nicht erwartet haben. Moment, ich muss das mal hier wieder... Ach, hier hoch. Jetzt pass auf, der Luther King. Pass auf, dann kommt der Luther King. Jetzt kommt der Luther King. Jetzt kommt der Luther King. Halt die Fresse. Oh. Ja, ich will dich ja nicht enttäuschen, ne? Ja, Leute. Ich wusste es. So, und der letzte ist ganz tricky. Also, guck mal hier, der Luther King. Pass mal auf. Achte drauf. Oh! Das ist geil. So. Der letzte ist aber ganz tricky. Das ist gemein. Guck mal. Ist das gemein? Ich fand das gemein. Weil da achtet keiner. Oh, ich wollte auch mal einen. Ja, passen Sie auf, dass Sie nicht da hinten jetzt so. Passen Sie auf, wir machen jetzt Folgendes. Wir zeigen jetzt nochmal die drei Adler. Dann haben wir dann alles weg. Okay. Einer. Zwei. Einer. Und drei. Alles zwei, gefunden. So. Und drei. Und jetzt geht's darum. Aber frag nicht, was wir da. Naja, ist keine Ahnung. Wo, ich weiß nicht. Also. So, wir müssen jetzt da hinten hin. Wir müssen den Konvoi stoppen. Was wir da genau machen müssen, wissen wir auch noch das nicht. Das wissen wir noch nicht. Da haben wir keine Ahnung von. Ich könnte mir das schon vorstellen. Der Konvoi wird eine Route fahren und wir müssen den stoppen. Das geht ja allerdings, dann gehe ich mal wieder von aus, nur... Mit den Partisanen. Mit einer Mine wahrscheinlich. Ach so. Gehe ich von aus. Haben wir denn sowas? Na, ich hab... Ja, drei Stück habe ich. Ich habe auch was dabei. Wir okay. müssen nur wissen, wo die langfahren. Ja, das ist ja die Reiseroute hier. Und dann werden wir hier welche hinlegen. Bleib mal da unten stehen.
Ich hol die mal. Oder komm mit hoch. Weil so schnell werden die ja nicht sein. Wo ist sie denn? Ach hier. Okay. Ah, okay. Da ist sie. So. Wir müssen hier runter. Wir legen da Minen hin. Einfach hier. Einfach auf die Straße Minen hinlegen. Ich muss hier mal eben aussuchen. Hier mal eine hinlegen. Ich weiß ja nicht, wie viele LKWs das werden. Ja, nicht da hinten, nicht so weit. Lass die doch hier rankommen, weil die müssen wir schießen. Hol die Mine da zurück. Meinst du? Ja, sicher. Ich werde die auch entschärfen, ich werde die jetzt woanders hinlegen. Sieht brauchbar aus. Warum denn? Meinst du? Weil wir die vom Balkon aus wegmachen dann, die Typen. Von welchem Balkon? Von hier oben? Nee, von da unten. Der Balkon ist immer unten, verstehen Sie? Nein, von diesem Balkon hier. So. Wir können da oben hin, wir können da hin, mir ist das egal. Weil der fährt ja überall lang. Okay. Eine habe ich noch. So. Und jetzt? Ja, dann gehen wir da oben hin. Ist der denn auf dem Weg? Kommt ihr denn jetzt? Ja, wahrscheinlich. Zur Not können wir hier runterspringen. Okay, wir warten ab. Wir schauen mal auf der Karte. Kommt der Konvoi? Boah, was eine Reiseroute. Moment, wir müssen dahin. Wir müssen da hinten den Konvoi zerstören. Guck mal auf der Karte, verdammt. Ach, scheiße. Alles wieder aufheben, los. Ah, der kommt aber. Der kommt. Kommt. Bleib hier. Ach so, das ist der Konvoi. Ja, okay. Der kommt. Okay, dann bleiben wir mal hier stehen und gucken uns das Schauspiel an. Wir warten mal. Der Konvoi ist auf dem Weg. Der kommt jetzt hier gleich durch. Warum sagst du immer so komisch? Da ist es. Schon ausgeschaltet? Schon ausgeschaltet. Schon erledigt. Da steht er. Ah, da sind aber noch Gegner. Ja. Und schon steht die mir wieder im Weg rum, die Olle. Da hinten sind sie. Was war das? Das ist ein Panzerwagen. Oh, da ist ein Panzerwagen. Ah. Oh, ich muss weg. Scheiße. Fuck. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ja. Aber war ja eigentlich klar, ne? Ich meine. Also aber warte mal, die gehen. Nummer 1. Kommt einer die Treppe hoch. Oh! Oh, der ist auf die Mine getreten, der Doofmann. Hast du das gesehen? Der ist voll auf die Mine getreten, Don. Don? Kannst du den so überhaupt treffen? Eigentlich schon. Aber jetzt ansonsten. Da ist was Rotes, sehen wir. Kanonierkill. Okay. Dann gucke ich mal, dass ich das andere auch irgendwie treffe. Oh, da kommen noch mehr. Alter, was ist hier los? Alter! Uiuiuiuiuiuiuiuiui. Ey! Das war ein Kopfnicker, würde ich sagen. So. Chaka. Jetzt okay. Nochmal noch in den Wagenplatz. Bin dabei. Warte mal, irgendwas hat uns noch gesehen. Da ist noch irgendwo was. Ja, dann achte drauf. Das sagt er immer so, ne? Da hinten kommen welche.
Nummer 1. Nummer 2. Ja, genau. Ich jag das Ding hoch. Ich achte drauf, dass keiner mehr kommt. Looten! Ach, jetzt machen sie doch da. Wenn da sonst ist kommen, nichts mehr zu finden. Da. Ah ja, wir suchen ja nichts mehr. Oh Gott. Okay. Ist ja nicht schlimm. Der Looter King, wissen Sie? Und Feuerwerk. Feuerwerk. Geh nochmal aus dem Weg. Bäm. Und nochmal. Ja, der hat noch zweimal. Geh nochmal. Bäm. Und nochmal, er darf nochmal. Einmal darf er noch. Na komm, einmal darfst du. Bäm. Und nochmal. Nochmal? Ja, sicher. Einmal darf er noch. Ja. Haben Sie recht. Viermal. Das war's. Ja. Ist die Mission beendet? Jawohl, die Mission ist. Ein LKW steht da aber noch. Steht da noch? Ja, ja. Wo denn? Na, da denn. Ach, da. Ich markiere schon mal das Ende. Den holen wir uns jetzt noch und dann hauen wir ab hier. Die große Flucht, erreiche den Stadtplatz und suche nach Überlebenden. Dann mal los. Wo sind sie denn? Sind sie schon losgegangen? Achso. Ach, Looter King. Ja, ich muss ja meine Schüsse, die ich gerade rausgeholt habe. Wer weiß, ob da jetzt noch was passiert. Ja, das stimmt allerdings, da haben sie recht. Nö. Ist einfach nur gedacht. Okay. So. Das mit den Minen war eine gute Idee. Hier ist noch ein LKW, den machen wir noch eben platt. Das war der Propagandakachen. Mission geschafft? Der geht warte, der geht nochmal hoch. Ja, ja, alles klar. Okay. Dann mal los. Dann mal los. Los. Ab zum Ziel. Hier könnt ihr auch noch ein bisschen looten, kommt mal her. Ich kann nicht, sie machen das ja schon, sie. Looter. Ich weiß nicht, Looter. Nee, Herr Ochsen. Jetzt dürfen wir endlich dahin. Wir dürfen endlich dahin. Ja. Wo wir uns immer vorgefürchtet haben, dass da was passiert. Aber vielleicht passiert da auch was. Wir wissen es nicht. Sind sie so, da? Dann, ja. Okay, wir schauen uns das an. Ab geht die Post, Freunde. Wir sind am Ziel. Die Partisanen. Und? Was für ein Blutbad. Sie alle sind tot. Die haben alle getötet. Plane. Ja, wir haben alle getötet. Ja, und wie du siehst, wir haben alles, wie ihr seht, wir haben alles gefunden. Fortschritt zur Perfektion, 90% haben wir geschafft. Ja. Wir haben wirklich 4 Stunden an dieser Mission gespielt. Ja. 4 Stunden. Wahnsinn. Ehrlich. Wir klicken mal auf Weiter. Ach, da unten steht dann Abschlusszeit, jo. Weiter. Level 18. Ne, 16. So, 17. Leute. Wir haben es geschafft. Wir sind haben auch diese Mission beendet. Genau. Zur vollsten Zufriedenheit. Genau. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns. Don. Ja? Ich möchte mich bei dir bedanken für deine Ausdauer, für deine Nervenstärke, die du auch zum Schluss noch bewiesen hast. Und ja, einfach klasse. Ja, gleichzeitig möchte ich mich auch bei dir bedanken, dass wir überhaupt, wir haben die letzten 2 Tage, ehrlich gesagt, haben wir 4 Missionen durchgeknallt hier. Das waren 2 Tage, wo wir richtig reingehauen haben. Für euch natürlich. Genau. Und auch dir, wie gesagt, vielen Dank für dein Durchhaltevermögen. Gerne.
Und hat ja auch Spaß gemacht. Absolut, so sieht's aus. Und ich würde sagen, nächste Mission ist die Festung Alagra. Oh, ich will schon Festung lesen. Ja. Ich weiß nicht, was da wieder kommt. Und da werden wir uns sehen. Genau. Ihr seid dabei. Auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns. Mach's gut. Bis dann. Genau. Ciao. Ciao.